Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne, und damit herzlich willkommen zum heutigen Xenoblade Video. Ja, oder anders gesagt, herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Beim letzten Mal sind wir hier in dieses Ödland hier gekommen. Heißt ja auch sogar Igus Ödland. Ja, und ist wieder ein bisschen her, dass ich hier aufgenommen habe, tatsächlich. Ich dachte jetzt kurz, was sitzt da oben für so ein Mega-Vieh? Oh, hier sind neue Krokusse und neue Hasen. Da steht zwar Ekel, aber das sind diese Hasens. Auf in den Krieg! Kämpfen die in Gruppen? Die kämpfen in Gruppen. Und dann geht euch mal auf ein. Und damit wäre der Hase erledigt. Was, da ist ja noch ein Hase dazu gekommen. Jetzt mischt der Vogel, glaube ich, auch noch mit. Was soll das? Erstmal den Hasen erledigen. Er wurde umgeworfen. Und in Ohnmacht geprügelt. Jetzt fehlt nur noch der Vogel. Bogenfedre heißt der. Ich mach platt. Zack. Wie schmeckt dir das? Fusionsangriff. Also ich greife einen Hasen an und da kommt direkt eine ganze Armee. Ich will diese Nuss da oben. Gib sie mir. Ich bin ein Eichhörnchen. Ich will sie haben. Ich hamstere alles. Möchte der Krokus sich mit mir anlegen? Ja, komm. Auch mit diesen Cocktoolen legen wir uns einmal an. Dann habt ihr direkt zwei neue Gegner in einer Folge. Nee, warte, drei. Ich vergesse den Vogel. Schön ist, diese Kopfschule sind so groß, dass mein Boden bei dem da hinten gar nicht ankommt. Als ob da einfach welche schon tot sind. Und die Healer sind alle schon tot, ihr wollt mich doch verkackern. Okay, wen soll ich die einzeln bekämpfen? Was seid ihr denn für Pfeifen? Kriegen wir nicht mal zwei Echsen platt? Danke. Ihr habt's mal geschafft, ihr habt eine Echse erledigt. Junge, ich brauche Level-Ups. Ich sehe mich schon beim Grinden. Zwischen den Folgen. Ich könnte mich gut an diesen Hasen eventuell hochjubeln, vom Level her. Oh, da findet eine Schlacht statt. Wem helfe ich? Ich helfe mal den Hasen, wir sind mehr. So, alle auf ihn hier. Wir haben die Hasen auf unserer Seite, da können wir sie platt kriegen. Wir kämpfen mit einer ganzen Armee. Oh, komm! Jetzt ist gleich schon tot. Und Juni auch. Juni ist auch hinüber. Braucht dringend Level.
Aber ich krieg nur ein paar Münzen. Die Bosse in der letzten Folge habe ich ja auch nicht down gekriegt. Den da versuche ich gar nicht erst. Bei der Höhle da, das sind Krokthule. Die denken, sie wären unsichtbar, aber das sind sie nicht. Ich weise euch den Weg. Möget ihr in Frieden ruhen. So, nach da müsste ich. Wäre schön, wenn hier so ein Rastplatz irgendwo wäre. Ich brauche dringend mehr Level. Die sind alle viel zu schwach. Ich könnte mich mit den Hasen anlegen. Es sollte das Ausrufezeichen bei den Viechern. Oh, die Hasen, die sind auch aggressiv. Deswegen hat mich die ganze Truppe gerade eben angegriffen. Ich dachte, die wollten nur ihren Freund verteidigen. Da vorne sehe ich was. Da darf ich aber nicht lang. Warum auch immer. Ach so, weil da die Kolonie wäre, ne? Und die würden mich attackieren. Das habe ich gar nicht bedacht. Ich könnte ja auch mal gucken. Es gibt ja dieses Item-System. Dass man hier ja so Sachen verschicken kann. Wo war das nochmal? Über Missionen, meine ich, ne? Hier. Da kann man so manche Sachen schicken und ein bisschen Erfahrung bekommen. Das mache ich eben kurz einmal. Konnte tatsächlich nur die zwei Sachen abschicken. War ja nicht viel Erfahrung. So machen wir auch keine Level-Ups. Ja, ich gucke halt wirklich, dass ich mal zwischen den Folgen jetzt ein bisschen grinde. Ich habe es ja schon erwähnt, aber ich bin einfach viel zu schwach. Eigentlich hat nicht standardmäßig einstellen, dass die meinen, hier Fusionstechniken und sich auf einen zu konzentrieren. Diese Kamele sind wenigstens nicht aggressiv. Also die greifen mich nicht von sich aus an. Die werden eher von mir zerlegt. Und wieder ein bisschen Rang ab. Wie war das noch mit Rang ab? Dann kann ich hier neue Sachen ausrüsten, ne? Bei den Talenten. Ich hätte gerne mehr Fähigkeiten. Nur so 5 zur Auswahl zu haben, finde ich nicht so klasse. Bei den alten Xenoblade-Spielen hat man auch sehr, sehr viel mehr zur Auswahl an Techniken. Vor allem bei Xenoblade X, wenn das noch ein paar von euch kennen, da hat man extrem viel zur Auswahl. Allein schon je nachdem, mit was für einer Waffe du gekämpft hast. Da hat es aber auch so viel zum Erkunden bei X. Das war schon nicht mehr feierlich. So, hier oben ist irgendwie eine Hülle. Die Kamele, die töten mich ja nicht. Alter, sind da hinten viele Höhlen. Da hinten ist Musikfest. Oh, hier war ein Vogel. Und tot sind sie. Ein Kamel wurde irgendwie von Kameraden aus Versehen getroffen. Als ob ich jetzt hier einmal um den ganzen Berg rennen muss. Nee, ich kenne meine Schiedwege. Oh, da will wieder ein Vogel was von mir. Ich will keinen Kampf mit dir. Lass dich in Ruhe.
Ich will hier hinten hin. Mann! Haben ihn umgebracht. Mir blieb ja keine andere Wahl. Mögest du in Frieden ruhen. Mann, ich wollte nur in Ruhe und Frieden da dran. Dass die Viecher ja alle so aggressiv sein müssen. Ich frage mich, was da geschehen ist, dass da so viele tot sind. Das Problem ist, die Hasen, die sind ja nicht anders, ne? Die wollen auch Krieg. Und ich wäre hier hoch, weil da eine Kiste ist. Hoffentlich ist da kein Vogelboss. Weil das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, guck mal, die reagieren aber auch nur, wenn man wirklich nah rankommt. Das ist nur ein stärkerer Vogel, den kann ich eventuell klatschen. Ja, muss ich sogar. So, der Vogel ist tot. Ich weiß, ich sag die ganze Zeit, ich will leveln, aber das heißt nicht, dass ich in der Folge durchgehend mich prügeln will. Das bringt mir nur mehr zum Schneiden. Irgendwie wird man da schon hochkommen können. Diese Ranken sind doch nicht ohne Grund da. Da kommt bestimmt irgendwann später noch ein Feature. Ich finde das übrigens echt mies gemacht von der KI her, dass die Nebencharaktere aus der Gruppe, also beispielsweise die Healer, großteils wirklich ihren Job nicht machen. Also die nutzen die Heilung so gut wie nie. Und Alter, was ist hier denn passiert? Hier war ja mega Krieg. Hier kommt bestimmt eine Sequenz, wenn ich jetzt was mache. Would you do the honors? Hier war ein Krieg zwischen den beiden Parteien. Das ist passiert. Ich finde diese Melodie immer schön. Toll, dass da einer ist, der drüber redet, ne? Nee, ich gehe weiter. Lasst mich in Ruhe. Oh, die Ebene hier, die sieht richtig cool aus. Was ich hier jetzt schon sehe. Pientomulde. Muss ich auch nochmal ordentlich erkunden. Nebenbei, so alte Bosse bzw. Mini-Bosse aus vorherigen Gebieten mache ich oft mal platt. Außer sie haben mit irgendeiner Nebenmission zu tun. Dann mache ich sie onscreen nochmal. Aber ansonsten werde ich die offscreen fertig machen. Da ist ein Krieg, in den ich mich einmischen kann. Sowas lasse ich immer drin. Vor allem scheint das neue Gegner zu sein. Ragora-Igler. Ja, komm. Sind neue Gegner, ne? Jo, zack. Ich kenne ja auch mal mit jemand anderen kämpfen als mit ihr, ne? Kämpfe noch mal mit ihr. Ich kann auch mal hier auch darauf spielen, einfach, dass alle mich hassen. Von den Gegnern. Zack. Umwerfen hat nicht funktioniert. Kommt, ihr wollt mich. Geschafft. Diese Ragora-Iklas waren ja nix. Oh, das ist so ein richtig fettes Cocktool. Ja, ich weiß, wie nett das klang. Da ist schon wieder so ein Krieg.
Aber laut der Karte müssen wir da drumherum, um da hochzukommen. Da lang müssten wir. Ich gebe den Kampf mal eben kurz, aber ich mache den eben. So, ich habe diesmal der großen Menge geholfen. Ich habe den Mobbern geholfen. Ausnahmsweise. Ich sag das extra so, weil Sex, die auf zwei arme kleine Hasenviecher einprügeln würde, für die schon Mobbing. Nein. Nein, 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 nein. Wir wissen, dass da unten eine Höhle ist. Da sind aber zwei Grottule, die würden mich zerlegen. Die packe ich momentan nicht. Weil mit den Wölfen hier können wir uns anlegen. So, ich kämpfe mal mit Juni. Macht wenigstens der Healer mal seinen Job. Kann die halt nicht genug flamen, die Healer, dass die ihren Job nie machen. So, momentan braucht keiner einen Heal, außer Sena. Komm, ich heile die mal. Hui. Bravo, Wuffies. Und zack. Und das war's mit den Wuffies. So, hier war auch irgendwo eine Höhle, habe ich gerade eben vom Weiten gesehen. Da ist aber ein mächtiger Wolf neben. Ein bisschen Erfahrung. Ich klatsche den eben. Leute, der Wolf ist friedlich. Ich kann das machen, ohne ihn umbringen zu müssen. Ich sehe da oben irgendein... Ist das ein Skorpion oder ist das ein Vogel? Also ich würde gerne irgendwie noch heute Story sehen. Dafür kommt er zu mir, um Story zu sehen. Warte mal, ich muss gar nicht da oben lang. Ah, ist ein Vogel. Ja, komm, wir rennen jetzt durch. Wir wollen auch Story sehen noch. Und dann grinde ich auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Ich guck dann, dass wir bei der nächsten Folge ungefähr Level 20 sind. Der kackt Items. Danke. Interessant, dass manche Gegner Items ausspucken. Ja, schon heiß. Um Gottes Willen, was sind das für fette Viecher da hinten? Ich sehe schon die Filmsequenz vor uns. If I have to. I mean, I get that it's hot, but really? Whether we're talking food or weather, Mio does not take to heat. I knew this would happen. Heat's never bothered you, has it, Lance? Nope. I'm made of sterner stuff. Honestly, I'm starting to feel a little worn out. Spot to rest would be nice about now. Hey, look! There! Mimi, look! It's water! There's an oasis! Water? Yeah, water! Water! Come on, let's go! Yeah!
come on. Talk about overreacting. We should be thankful they're back in high spirits. Let's just hope it's not a mirage. Was bist du? Ich will dich nicht bekämpfen, ich will nur wissen, was du bist, weil du tötest mich 100 pro, wenn ich dich bekämpfe. Level 51. Lognat Dardos heißt das Ding. Alter, wenn das Ding nicht einmal zwischen die Pfoten bekommt, ne? Ich bin tot. So, wir lassen diese Kobras mal Kobras sein. Wir gucken gar nicht erst, was ihr könnt. Wir gucken euch nächste Folge an. Ich hoffe für Mio, dass diese Oase keine Fata Morgana ist. Aber scheint tatsächlich Wasser zu sein. Staying here, are you? I've got something to take care of. I'll send it to you now. A map? From the survey branch. Annihilation events occur frequently here. Annihilation events? You mean... Look. It happens here too. Given our route, we should take the safest way possible. Very cautious of you. It's my duty to be. Thank you. Sure. Das ist keine Filmsequenz mehr. Ich hätte es wie in Hans gemacht, einfach rein. Aber ich hätte eine Arschwurm gemacht. Ich hatte irgendwie auch die ganze Zeit den Gedanken, gleich kommt da irgendein Riesenvieh und wir die im Wasser angreifen. Nee. Ja, die Oase war dringend notwendig. Ihr könnt hier noch reinschmeißen, wenn ihr wollt. Warum kommt Mio eigentlich im Vergleich zu den anderen viel schlechter mit Hitze klar? Nur weil sie teils Katze ist?
Das hast du schön gesagt, Tyon. Okay, weiter nach Süden, bis wir zur Ribi-Ebene kommen. Ja, ein Lager klingt ganz nice. Dann dein Job. Oh, hier gibt's leckeres Zeug. Hier kriegt heute mal eine richtig geile Mahlzeit. Ich meine, die hat es auch irgendwo einmal angesprochen, dass die eine Köchin ist. Zwei Stunden willst du kochen? Hm? Hm, das ist wirklich ein Verbrechen, da hat sie recht. Okay. Ach, warum denn nicht? Kochen und Ressen. Wenn du im Rastpunkt Mananas Mahlzeiten isst, erhöht das kurzzeitig deine EP und du erhältst mehr Belohnung für gewöhnliche Kämpfe. In manchen Restpunkten gibt es eine Kantine. Ist dort, damit Manana neue Gerichte kennenlernt. So werden neue Essenseffekte verfügbar. Okay, ich kann jetzt kochen. Ich guck mal auch direkt, ob wir das hier mitnehmen können. Kann ich einfach zusammenschmeißen, was ich will? Linkens sind Gerichte aufgeführt, rechts stehen die dafür nötigen Zutaten. Oder habe ich ja richtig viel? Wähle nur Mananas Kampfsausuppe. Okay. Wir kochen. Oh, das sieht lecker aus. Warte, hier, damit ihr das Ganze seht. Mm. Jetzt habe ich 5% Erfahrung bekommen. Ja, ein richtiger Koch kann aus allem irgendwie was machen. Ich beispielsweise kann überhaupt nicht kochen. Ja, mir würde es auch besser gehen, wenn ich was Besseres, dass so eine eklige Ration essen muss, die schon halb vergammelt ist. Wofür war er zuständig? Universalist. Kann alles, macht alles. Klar. Die Folge wird zwar offenbar ein bisschen länger, aber... Das war wohl ein Schuss in den Ofen. Doch, natürlich. Ach, der braucht auch erst Materialien. Oh, das klingt ganz nett.
Wenn mich das irgendwie weit im Kampf voranbringt. Ja, das Sammeln von Zutaten ist klar. Aber das machen wir nicht mehr heute. Jetzt hier noch Materialien sammeln. Ich guck mal noch, was ich jetzt hier an Leveln rausholen kann. Maximal Level 16 kann ich rausholen momentan. Das Problem ist, das wird höchstwahrscheinlich nicht reichen. Eventuell gehe ich sogar über Level 20. Bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall, Leute. Wenn es euch hier gefallen hat, das Video. Ich weiß, es ist ein bisschen länger geworden. Dann lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.